Theater zum Mitmachen. Unter diesem Motto wurde am 9. Januar das 20-jährige Bestehen des Schülerprojektes am Mecklenburgischen Theater Schwerin gefeiert. In der Spielzeit 1997-1998 hat die Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin e.V. das Vorhaben ins Leben gerufen. Das Ziel war es, Schülerinnen und Schüler, insbesondere der Regional-, Gesamt- und Förderschulen Schwerins und der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim an das Medium Theater heranzuführen. Seit bereits 20 Jahren können alle teilnehmenden Klassen pro Spielzeit eine selbstgewählte Vorstellung besuchen. Die Kosten hierfür werden von der Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin übernommen. Wir mussten auch viele Lehrer überzeugen. Also es war so, dass wir eingeladen haben und kaum Lehrer kamen. Also es war wirklich ganz, ganz zäh der Beginn. Aber umso besser hat sich's entwickelt. Das heißt, dann so nach 2, 3 Jahren hat es dann schon Ausmaße angenommen, dass wir es aus Spendengeldern der Theatergesellschaft gar nicht mehr finanzieren konnten. Da haben uns die Sparkassenstiftungen sehr geholfen, auch private Spender und so weiter. Und jetzt ist es eben eine große Erfolgsgeschichte geworden. Wir haben, kann man sagen, in den 20 Jahren 12.000 bis 13.000 Kindern und Jugendlichen den Theaterbesuch finanziert. In den vergangenen Jahren haben die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, der Lions Club Ludwigslust sowie der Rotary Club Schwerin durch großzügige Spenden das Projekt unterstützt. Im Durchschnitt haben die Theaterfreunde aus Spenden und aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen zwischen 600 und 750 Eintrittskarten pro Spielzeit und Schuljahr finanziert. Zum einen gibt es für die Jugend natürlich an der Stelle neue Betätigungsfelder, gerade in heutigen Zeiten, in Zeiten von Facebook und Twitter, vielleicht auch den Weg zur Kultur zu finden. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, Nachwuchs für das Theater zu finden, neue Zuschauerschichten zu erschließen und auch die Zukunft unseres Mecklenburgischen Staatstheaters hier in der Landeshauptstadt abzusichern. Und von daher denke ich persönlich, zu allen Zeiten hat es viele gute Gründe gegeben, so ein Schülerprojekt zu gestalten. Und das haben wir natürlich wie immer als Sparkasse auch mit ein klein wenig Geld unterstützt. Der Gesamtetat für das 20-jährige Schülerprojekt weist die gewaltige Summe von 106.700 Euro aus. Damit haben die rund 1.200 Mitglieder der Theaterfreunde und die verschiedenen Spender mehr als 12.000 Schülerinnen und Schüler einen Theaterbesuch am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ermöglicht.